Wir schauen uns hier die John Deere Düngespritze, beziehungsweise Düngespritze kann man eigentlich nicht so eindeutig sagen, denn man sieht hier schön männlich X-Drücke. Klappt sich hier vorne den Arm aus. Das heißt, wir haben Bodenbearbeitung mit direkt, wo das Düngemittel direkt in den Boden eingearbeitet wird. Das heißt, das ist keine Spritze, die man erst nach der Ernte, also nach den Seen verwendet, sondern schon vorher gleich direkt nach den Grubern. Gut, Grubern kann man natürlich damit nicht, sondern es ist wirklich nur eine Düngemaschine. So, wir haben es hier auseinandergeklappt, wir drücken B zum Starten und fahren mal und siehe da, sie düngt. Das funktioniert wunderbar und man sieht auch schön, dass sie im Boden versinkt und somit das Düngemittel direkt in den Boden einarbeitet und nicht so wie die meisten Düngespritzmaschinen oben drauf sprüht, sondern das wird direkt eingearbeitet. So, wenn man V drückt, kann man es heben. Macht da leider auch weiter. Das finde ich schade. Das wäre cool gewesen, dass er dann nicht weitermacht. Also so könnte man es dann benutzen, um als ja, Sprüher, aber so ist es eigentlich gedacht, dass man mit Bodenbearbeitung damit umgeht. Man hat hier hinten durch den großen Tank viel Platz. Das passt auch. Und wir schauen uns nochmal die Lok an. Die Lok ist... kurz mal gucken, Connect, bla bla bla. Ja, das ist uninteressant. Die Lok ist eigentlich komplett fehlerfrei. Eine Kleinigkeit stand drin, was unbedeutend ist. Dann hier sieht man nochmal John Deere 2510L. 95.000, sehr gut, gefällt mir sehr gut. Soll sich jeder selbst eine Meinung dazu machen. Und testet sie einfach mal und wir sehen uns in einem nächsten Video, Leute. Macht's gut, bis dann, ciao.